Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. So, in diesem Part haben wir herausgefunden, dass diese Dinger hier echt was zu bedeuten haben in Form dieser Röhren. Und haben auch das eine oder andere Mal gegen Blooper gekämpft. So. Achso, dann wollte ich ja nochmal gucken. Irgendeiner hier sollte ja einen Brief bekommen. Items, wichtige. Brief an Reisende Mademaus, Brief an Kuva in Cooperheim. Stelle ihn ein paar Kühe. Wer ist denn Kuva? Bist du Kuva? Nein, der sagt seinen Namen nicht mal. Lebt hier Kuva? Wo ist Colorado gerade zu Hause? Nee, das wäre eigentlich interessant gewesen, aber egal. Wer ist hier Kuva? Kuva. Kuva. Ist das Kuva? Willkommen, lieber Freund. Kuva nennt man mich. Ich sag, du bist mir so gefallen. Ja? Oh, du warst freundlich, Freund, ja. Ich glaube, die jungen Leute von uns sind doch nicht so übel, wie man sagt. Nun denn, junger Freund, normalerweise bitte ich ja niemandem um einen Gefallen, aber... Vielleicht nur einen kleinen könntest du das Buch Legenden bei Colorado für mich ausleihen. Wenn du deine Frau fragst, wird sie es dir sicher geben. Wenn es dir nicht zu viel Stress bereitet, dann bitte ich dich, gleich zu ihr zu gehen. Versprochen, junger Freund? Ja, okay. Wieso bin ich nicht mal eher zu ihm gegangen? Gut, dann rede ich mal mit ihr. Ja, die paar Schritte hätte er eigentlich auch selber machen können, glaube ich. Mein Mann, oh, ich glaube nicht mal heute auf irgendeine Südseeinsel. Er hat wohl von tonnenweise Schätzen in einem Vulkan auf dieser Insel gehört und dann war er wieder weg. Pff, er ist besessen. Er ist wie ein verzogenes Kind, er macht nur, was er gerade will. Du, ich glaube, deswegen liebe ich ihn so sehr. Kann ich etwas für dich tun? Führst doch einen Auftrag für den Dorfältesten aus. Ja, mein Mann hat so ein Buch, natürlich darfst du es dir ausleihen. Lass ich nur von der Gaga nur nicht zu sehr einspannen. Er ist bekannt dafür, außerdem ist er ein wenig ungeduldig. Aber egal, ja, warte bitte einen Moment, ich werde mal im Bücherregal erstmal stöbern. Ja, geht doch. Ich hab's, meinst du dieses Buch? Nimm es ruhig. Es liegt hinter dem Regal. Yay. Komisch, dieses Buch. Es ist voller Bilder von Panzern und Übungen. Härtere Panzer in 30 Tagen. Ach so, solche Panzer. Ich dachte schon... Hätte ich nicht gedacht, das war hier noch zufällig eine Zeitquest... Zeitquest, Nebenquest. Ist dasselbe. Zu erledigen haben. Bei den Galoppieren und den Kumpas, du bist ein Lebenshalter, Mario. Das ist genau, was ich gebraucht habe. Um dir meine Dankbarkeit zu zeigen, möchte ich dir ein kleines Geschenk überreichen. Ja, nur keine falsche Bescheidenheit, junger Freund. Hier, los. Oh, geil, ich habe eine Mütze erhalten. Naja, wir wissen ja, man weiß ja, wie es früher war, wie es heißt. Ja, schon wieder der Chiller ist das Kuva. Ich liebe diesen Song, okay. Früher war alles noch viel wertvoller. Wer ist denn jetzt Kuva? Nee, das bestimmt nicht. Okay, ich finde Kuva nicht, deswegen gehe ich erstmal schlafen. Kuva kann doch nur der Typ sein, der in der Hängematte hängt. Ja, ich möchte hier pennen. Das ist gut, dann kann man sich wenigstens hier mit den Röhren immer... Na gut, schlafen habe ich. Kann man sich auch mit den Röhren zum Beispiel hier hin oder nach Hummerfort bringen lassen und dann kann man sich auch freuen. Das kann nur gut sein. So, was hast du hier? Paracarry. Nein, er ist es nicht. Wer ist denn Kuva? Der Dorfälteste ja wohl nicht. Du? Auch nicht. Gibt's hier noch einen Koopa, der sich irgendwo von den anderen unterscheidet? Nö. Einer von euch beiden? So müde. Auch nicht. Oder ist doch der Dorfälteste derjenige? Was willst du schon wieder? Was für ein Glück, du kommst genau richtig, junger Mann.
Eis? Was weiß ich, glaube junge Leute, ja. Meine Freunde, ja, ich war ein Schäfchen. Ich hatte gerne ein Schäfchen. Ich dachte, der Totem sollte es einen, den man besser. Wenn ich den nicht so sehr schätze. Okay, das war's auch nicht. Ja, ich glaube, den Gefallen werden wir eben nicht tun. Das würde zu lange dauern. Okay, und wo führt uns das jetzt noch hin? So viel Staubtrockner vorposten? Das wäre eigentlich witzig. Nee. Würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal zur Nomadimaus. Ich hatte mir erhofft, dass irgendwas, also irgendwas in der Art später nochmal kommen wird. Ach ja. Tada! Morty in Koopa. Ach, ist bestimmt ja. Mit dem ich gerade gesprochen habe, dieser Toad. Das mache ich dann eher offscreen, glaube ich. Auch Nomadimaus scheint ehrlich nicht mehr dazu zu sein. Oder ist er noch ein weiter? Einen gehe ich noch weiter. Wenn der da auch nicht ist, dann gehe ich wieder zurück. Ach, hier ist er. Vor kurzem sah ich eine große Stoffvögel in Nachtlicht. Der war lustig. Ich verwarf auf eine dunkle Knarre. Ich frage mich, was das wohl war. Habt ihr eine Vorstellung? Bin ich nicht Nomadimaus? Mein Name ist Parakel, ich bin ja Postbote. Aber ich habe einen Brief für Sie. Einen Moment bitte, herbegeben. Hier, bitteschön. Und wieder wurde ein Brief und die Schule stellt. Die Arbeit als Postbote ist nie zu Ende. Ein Brief von Mustafa. Ich kenne den Namen, aber ich kann mich nicht erinnern, zu welchem Gesicht er gehört. Auf jeden Fall herzlichen Dank für die Zustellung. Erstaunlich, dass ihr mich hier draußen gefunden habt. Das Reisen in der Wüste ist sehr gefährlich. Passt gut auf euch auf. Ja, nimm dieser Zeichen meines Dankes. Zögere nicht, nimm es ruhig. Oh ja. Okay. Unterstehe dich. Ja, das weckt Erinnerung. Wisst ihr noch damals, als wir hier durch die Wüste geirrt sind? Schnell weg hier. Oh, wir haben es geschafft. Gut, dann gehen wir wieder in die Kanalisation und gucken, ob wir noch gegen irgendeinen Blooper kämpfen können. Finde ich eigentlich witzig, so dieser schnelle Wechsel dieser Themen. So, wie geht es weiter? Am besten nehmen wir Bombari mit, damit er scannen kann. Oh. Wow. Nee, ey. Wow. Wo sind wir denn hier gelandet? Hallo? Somebody in here? Das ist aber ein verwirrendes System hier. Dieser Ort. Wer hätte gedacht, dass ein Ort wie dieser mit dem wunderschönen Totem existiert? Ich möchte zwar nicht aussprechen, aber ich glaube bald, wir werden noch einen weiteren Part nach diesem hier verbringen, so wie es aussieht. Ich dachte, wir wären eigentlich schon durch. Aber dem ist wohl nicht so. Oh, I carry traffic. Hey. Oh. Nicht noch so ein Paraklumper. Gut, hier haben wir jetzt alles erkundet. Hilfe. Okay. Hui. Ey. Oh, wie es aussieht, sind wir doch schon durch. Power Ordner. Mario trifft einen Gegner mit voller Kraft. Was bedeutet das? Dass noch unser Hammer weiter aufgelevelt werden kann? Aber bestimmt brauchen wir ganz viele OP. Power Hour. Ein. Moment. Der Power Hour verbraucht nur zwei und verschafft einem Schlag gegen einen Gegner den nötigen Schwung. Von was könnte ich mich am ehesten trennen? Spion. Okay.
So, dann schaffen wir es eigentlich in diesem Part noch raus, würde ich mal sagen. Obwohl ich doch gerne eine Sache noch ausprobieren möchte. Gut. Probiere ich jetzt auch mal sofort aus, ob mich Power Carry hier rüberbringen kann. Zu dieser Röhre. Aber ich glaube eigentlich nicht. Gut, kann er nicht. Dann gehen wir wieder zurück. Au, Mario. Das hat bestimmt weh. Dann können wir mal den neuen das hier ausprobieren. Okay, das. Das war jetzt nicht so viel. Oh, nicht Parkerry. Wir haben einen fliegenden Gegner. Kickt einen Gegner. Kurz vor der Landung. Super! Parkerry, du bist ein Meister deines Werkes. Parkerry, was wären wir nur ohne dich? Bestimmt viel besser dran. Aber damit wir jetzt hier nicht ganz leer abhauen. Parkerry am Boden zerstören. Oh, Professor, na, jetzt hau dich rein. Ja, alle drei weghauen. Okay. Ach, hier haben wir sogar ein Schäfchen für ihn. Für den Dorfältesten. Aber das mache ich offscreen dann, wenn ich es überhaupt mache. Wegen einer Münze, das brauche ich euch nicht noch zeigen. Wenn er mehr gibt, geben sollte, dann werde ich es euch auch sagen. Also ich war jetzt durch mit der Kanalisation. Ach nee, die eine Platte da, die ich nicht aufbekomme. Mal gucken. Achso, wenn, dann wechseln wir auch. Zu gut. Ich mache einen kurzen Schnitt und zeige euch, wer es geschafft hat. Bis gleich. So, ich habe es geschafft, aber wie es aussieht, geht es hier noch nicht weiter. Ich habe schon eine leise Ahnung, wann es hier weitergehen wird und warum und wie. Aber ich will noch nicht so viel verraten. Oh! Moment. Nee, ich kann nicht mehr zurück. Gut. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, wie der Sprung geht. Moment. Ah, gut, jetzt habe ich eine Taktik. Was zum... Nicht die. Wer sich erinnert, zu Anfang, da haben die sowas von genervt. Ich hab näher gemacht. Fieskooper. Yeah. Er blockt erstmal alles. Schön. Hilfe. Hilfe. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, in die Kanalisation zu gehen. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Bombett, du kennst dich noch mit denen aus. Oh yeah. Hier, Mario. Hier, Mario, lass dich fertig machen. Yeah. Powerbombe. Vier nur? Oh, der ist ja schon mal weg. Ha, ich hab mich geschützt. Endlich mal. So, Mario, mach den noch fertig. Ich hatte diese Räume schon fast wieder vermisst. Die kam ja schon länger nicht mehr vor. Wow. Halt. Ich würde sagen, ich beende hier diesen Part und im nächsten Part schließen wir dann die Kanalisation ab. Also hoffentlich bis dann. Tschüss.